Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich nehme euch heute wieder durch den Tag mit. Heute ist ein ganz besonderer Tag, am wahrsten Sinne des Wortes. Heute ist, ich weiß nicht, irgendwie der Wurm drinnen. Die Lara ist so aufgewacht, richtig maunzig und nicht so gut drauf. Also das hat sich jetzt wirklich gezogen. Jetzt sind wir in den Kindergarten gefahren. Und ja, die Lara will nicht im Kindergarten bleiben. Sie sagt einfach nichts, sie ist ein bisschen traurig. Aber ich lasse ihr ein bisschen Zeit, deswegen habe ich sie gefragt, ob sie wieder mit möchte. Also, dass ich sie quasi wieder mitnehme. Hat sie ja gesagt. Dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe das gleich bei den anderen Kindern noch nie bisher gemacht, weil noch nie so ein Fall war. Aber ja, heute habe ich das halt gemacht. Wie macht ihr das, wenn eure Kinder nicht im Kindergarten bleiben wollen? Ich meine, okay, wenn man jetzt wirklich zur Arbeit muss, dann ist es klar, dass man jetzt nicht das Kind wieder mitnehmen kann. Ich bin ja sozusagen hier gesegnet, dass ich von zu Hause arbeite. Aber trotzdem, manchmal hat das Kind irgendwas. Die Lara kann das jetzt nicht sagen. Sie sagt einfach gar nichts. Ja. Deswegen nehme ich die Lara jetzt mit im Baumarkt. Ich hoffe, dass sich die Stimmung ein bisschen legt. Hier hinten ist die kleine Luisa. Ja. Okay, also ihr seht schon, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal los. Ich muss nämlich Laminat kaufen. Und deswegen machen wir das. Wir haben uns jetzt gedacht, achso, ich habe euch das ja gar nicht gesagt, ich habe zu Hause auch noch meinen Kaffee verschüttet, den ich mitnehmen wollte. Dann war ich so traurig. Kaffee ausgeschüttet. Die Lara hat die ganze Zeit geweint und war einfach so ein komischer Beginn für den Tag. Aber jetzt geht's uns gut. Ich habe mir nämlich beim McDonald's hier ein Cappuccino geholt und ich habe der Lara ein Eis geholt. Also sorry, aber das muss sein. Der Tag muss gerettet werden, deswegen muss ein Eis her. Und wenn ein Eis den Tag rettet, dann ist ein Teil Eis okay, oder Lara? Ja, ich habe jetzt auch noch so, aber nur zu meiner Verteidigung, sie hat schon gefrühstückt. Sie hat nämlich ihre Kindergartenjause hat sie jetzt im Auto verputzt. Wir sind jetzt nämlich McDonald's, ein paar Plätze, ja. Aber nachher gehen wir nämlich zum Baumarkt. Ich muss Laminat. Was magst du haben? Ich gebe dir so, für die Lisa habe ich so einen McToast genommen. Ja. Lisa, magst du das? Ja. Aber ein kleines Stück, wo ich essen kann. Magst du auch, Lisa, ein kleines Stück? Ja. Oder bist du schon satt? Das ist heiß. Mögt ihr auch so McDonald's? Mama. Ja, Baby. Ja. Und Luisa, wie schmeckt dein McToast? Lecker. Lecker. Mein Ist dir kalt? War doch keine gute Idee mit dem. Halt's gerade. Muss ich es jetzt essen? Und Lara, wie schmeckt dir dein Eis? Auch lecker. Nee. Du hast dich jetzt mit Karamell am Kinn angepatzt, oder? Hier am Kinn. Man merkt, das Eis hat die Stimmung richtig gut gehoben, oder? Die Lara mag das jetzt platzen. Du musst reinpusten und dann draufplatzen. Dann zumachen, bitteschön. Sie will das unbedingt platzen, deswegen habe ich ihr gezeigt, wie das geht. Nein, so geht das nicht. Soll ich dir das zeigen? Soll ich es platzen? Gib her. Gut, Mama. Das geht ja kaputt, deswegen macht es ja so einen Lärm. So, fertig? Mama, kann mir jetzt ein Trinken kaufen? Ein Trinken kaufe ich dir drin. Wir sind jetzt schon beim Baumarkt angekommen. Aber nur jetzt da. Ja, jetzt, Lara, aber jetzt sitzen wir noch gerade im Auto, wie du sehen kannst. Wir müssen nur kurz reingehen. Ja, was denn du? Heute hast du mal. Geht's dir besser? Warum warst du schlecht gelaunt? Willst du mir nicht sagen? Willst du mir nicht sagen? Ja. Wieso nicht? Mama. Die Lara ist so eine, die sagt das einfach nicht. Du kannst sie 3000 Mal hintereinander fragen. Die redet einfach, die sagt es nicht. Lara, warum weinst du? Oder? Bist du so? Und danach? Die Lara braucht einfach nur Zeit.
Aber das hat jetzt heute, also die Lara ist die, die am, also am stärksten getrotzt hat von den anderen Kindern, dann kann ich das gar nicht. Und es ist 10 Uhr, seit 7.30 Uhr hat sie so geschluckt und geh runter von dem. Ja, ich will noch meinen Kaffee fertig trinken. Geh mir jetzt. Geh mir jetzt. Ich hab auch Durst, Mama. Ja, Kaffee ist nicht für Durst, aber bitte, wurscht. Wir gehen jetzt. Luisa, kommst du? Seht ihr? So ist die kleine Lara jetzt. Ob das eine gute Idee war, mit zwei kleinen Kindern in einem Baumarkt zu fahren? Oh, der Papa ruft endlich an. Hallo, hast du die Videos angeschaut, die ich dir geschickt habe? Hast du die Videos angeschaut? Papa, legt einfach auf. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Also ich konnte jetzt euch leider nicht mitnehmen im Baumarkt. Das war einfach, die Lara war super drauf, aber dafür die Luisa dann gar nicht mehr. Das war wirklich so ein bisschen ein Kampf. Aber ich bin fertig. Ich habe jetzt hier gezahlt und Auto bestellt, weil das sind natürlich so viele Sachen, die werde ich jetzt natürlich nicht alle schleppen. Ich habe für den Papa für morgen ein Auto reserviert und ich bin jetzt fertig. Und ich kann jetzt nach Hause fahren. Also mein Baumarkt-Run war jetzt sehr stressig. Also es war wirklich stressiger, Luisa. Die Luisa war wirklich so in diesem Modus, ich schmeiß mich auf den Boden, schrei rum, hab keinen Bock selber zu gehen. Wenn du mich Hobby nimmst, brülle ich trotzdem weiter und hau mit den Füßen um mich. Das war so. Aber die Mitarbeiter waren sehr nett und sehr geduldig mit mir, weil, ja, ich musste zwischendurch immer die Luisa mal beruhigen. Ich weiß nicht, was sie hat. Er war einfach langweilig, ja. Baumarkte sind langweilig für Frauen. Egal, auf jeden Fall. Ich bin fertig und ich fahre jetzt nach Hause. Die Michelle holen. Und dann ist eigentlich der Vormittag schon wieder Tschüssi dahin und ich habe heute gar nichts gearbeitet, aber es gibt halt solche Tage. Deswegen nach Hause, weil ich muss mein Video noch schneiden für heute. Nein. So, meine Lieben, ich bin jetzt endlich zu Hause angekommen und schaut mal, was vor meiner Tür auf mich gewartet hat. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich habe jetzt nämlich wieder HelloFresh und ich freue mich sehr darüber, weil, ja, ihr wisst Bescheid, ich habe einfach so einen mega Stress jetzt vor allem mit der Baustelle und weiß ich nicht was gehabt. Deswegen brauche ich ein bisschen, zumindest hier beim Kochen, Entlastung. Deswegen habe ich mir jetzt wieder HelloFresh gegönnt und ihr wisst Bescheid, wenn ich HelloFresh habe, dann habe ich auch immer einen Rabattcode für euch. Den zeige ich euch gleich am Anfang für die Leute, die eventuell auch mal HelloFresh ausprobieren wollten. Also passt gut auf. Wenn ihr aus Deutschland seid, dann spart ihr mit meinem Code HFDiamanta 50% auf die erste Box. Wenn ihr aus Österreich seid, dann spart ihr auf die erste und auf die zweite Box 50%. Wieder mit HF Diamanta. Also richtig, richtig cool und 50% ist eine Menge Ersparnis. Vor allem für die zwei Boxen noch, für die Österreicher. Also würde ich wirklich zuschlagen, falls ihr HelloFresh mal ausprobieren wolltet und es noch nicht kennt und neugierig seid, dann kann ich es euch wirklich empfehlen. Er gilt auf jeden Fall nur für Neukunden und in der Infobox sind nochmal die Links. Das heißt, da gibt es so Links, da kann man direkt draufklicken und dann kommt ihr direkt zur HelloFresh-Seite. Da ist der Gutscheincode schon integriert. Und unten sind beide Links für Deutschland und für Österreich. Und ich werde euch mal zeigen, was bei mir diese Woche drinnen ist. Ich habe es nämlich schon ganz vergessen. Also ich habe es bestellt, aber ich habe es wieder vergessen. Deswegen ist es für mich auch wieder eine Überraschung. Schauen wir mal zusammen, was denn in dieser Box Leckeres zum Essen gibt. Wie ihr vielleicht hier schon sehen könnt, das Meisterstück. Das Meisterstück ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Und wenn ihr HelloFresh ausprobiert, dann kann ich euch das Meisterstück ans Herz legen. Das ist jede Woche was anderes. Und diese Woche ist griechische Grillplatte mit zweierlei Souvlaki. Schaut das nicht mega geil aus? Also ich freue mich da schon mega drauf. Aber es gibt es nicht heute. Heute muss es irgendwie schnell gehen. Dann gibt es hier Zucchini-Käse-Puffer, das habe ich mir für mich genommen, weil ich liebe ja so Veggie-Sachen. Das schaut super lecker aus. Was gibt es dann noch? Karibischer Süßkartoffel-Kokoseintopf. Kann ich mal betonen. Auf jeden Fall, schaut mal, wie geil das ausschaut. Kriegt mal einen richtigen Mega-Mörzhunger. Ah, das sind die Burger. Da habe ich nämlich die Buns gesehen. Marokkanischer Rindfleisch-Burger. Super lecker. Dann gibt es noch Basilikum-Hähnchenkeulen. Okay, ich überlege nämlich gerade, was ich denn kochen soll. Die Michelle hat jetzt entschieden. Sie hat sich für das Basilikum
also die Basilikumhähnchenkeulen entschieden. Deswegen wird das gekocht. Da steht auch immer hier so eine Angabe, wie ihr seht, Tag 1 bis 3 kochen. Daran solltet ihr euch schon halten. Da zum Beispiel Veggie, das ist dann nicht so wichtig. Aber auch hier beim Rindfleisch seht ihr Tag 1 bis 2 kochen. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal die Sachen wegräumen. Und ich kann euch ein bisschen zeigen. So, meine Lieben, ich habe euch jetzt kurz abgelegt, damit ich euch ein bisschen so zeigen kann, wie die Sachen eingepackt sind. Weil es hat sich ein bisschen was verändert, seitdem ich das letzte Mal HelloFresh hatte. Und das finde ich richtig, richtig spannend. Zum Essen gibt es heute die Basilikum-Hähnchenkeulen. Das hat sich jetzt ziemlich schnell ausgesucht, deswegen werde ich das dann zubereiten. Aber vorher zeige ich euch mal, wie das Ganze verpackt ist, was ich richtig, richtig cool finde. Ja, die Buns habt ihr ja schon gesehen, die Burger-Buns. Burgerbrötchen. Und das muss ich sagen, das finde ich richtig, richtig cool. Weil beim letzten Mal war das noch Plastik. Das musste man dann quasi in die gelbe Tonne entsorgen. Aber das finde ich ja noch mal 3000 Mal cooler, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja so ein Stoffbeutel. Also, oder? Ein Papier. Das ist Papier. Das ist auf jeden Fall jetzt Papier. Also das ist richtig, richtig krass. Das kann man dann einfach in die Altpapiertonne werfen. Richtig nice. Finde ich richtig cool. Finde ich sehr innovativ, aber HelloFresh bemüht sich da eh sowieso immer um Fortschritt. Ja, diese Sachen, die natürlich in Plastik eingepackt sind, könnt ihr ganz normal in die gelbe Tonne packen, so wie sonst auch immer. Und genauso wie das. Kennt ihr das? Das sind diese Kühlpacks. Die sind da immer so zwischen den Fleischstücken drinnen, damit das Fleisch einfach gut bei euch ankommt, ne? Also das muss ja auch frisch sein. Wenn es gammelig ankommt, geht es ja nicht, ne? Auf jeden Fall sind das Kühlpacks. Da drin ist so ein Gel. Das könnt ihr auf, also ihr könnt das abtauen lassen, dann aufschneiden und entsorgen. Und die Tüten natürlich ins Plastik dann. Oder ihr verwendet das selber. Ihr könnt das dann wieder ins Gefrierfach reingeben und es selber verwenden, wenn ihr zum Picknicken geht oder was auch immer und die Kühlpacks braucht. Die sind wirklich richtig nice, haben wir auch immer verwendet. Ja, da drin, habt ihr schon gesehen, war jetzt Hühnerfleisch, Hähnchenbrust. Wo ist die Hähnchenbrust, für was? Für das griechische Ding. Für das griechische Ding, achso, das ist... das ist für, seht ihr, das ist die Idee des Monats, das ist quasi das Meisterstück. Das ist dann alles schon hier zusammen, das ganze Fleisch für die griechische Grillplatte. Ja, super. Das werde ich aber trotzdem jetzt so drin lassen. Sahnejoghurt, richtig cool. Also die Verpackung hat mich wirklich begeistert. Ich werde das, glaube ich, mit den Kühlbags so verlassen. Und dann habe ich hier noch ein Kühlbag. Also Kühlbag, noch so eine Kühltüte, Kühlbeutel. Und da sind dann die anderen restlichen Sachen drin. Die HelloFresh, HelloFresh, so, was ich auch richtig cool finde, ist HelloFresh etikettiert halt auch immer die Tüten genau in derselben Farbe zu dem dazugehörigen Essen, was ziemlich schnell geht dann beim Raussuchen. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, die Sachen dann auch wirklich so einzukühlen, weil dann habt ihr das einfach ganz schnell bei der Hand. Und das ist ja auch das Konzept von HelloFresh, dass ihr auch keine Gedanken machen müsst, was kocht ihr heute, und auch grundsätzlich, dass ihr alle Zutaten schon griffbereit in der richtigen Portionsgröße ready habt. Das heißt, ihr bräucht euch das nur nehmen und dann schnibbeln und kochen. Fertig. Keine großen Sachen. Deswegen, ja, finde ich das richtig cool, das Konzept für stressige Momente im Leben. Ab und zu kann man sich ja mal was gönnen. Deswegen HelloFresh. Ich brauche auf jeden Fall nicht das Graue. Ich brauche Lila. Deswegen werde ich mal auf die Suche nach Lila gehen. Lila. Das ist das, was ich heute brauche. Und dann brauche ich natürlich noch die dazugehörige Tüte. Ich kann heute nicht sprechen. Und dann brauche ich natürlich noch die dazugehörige Papiertüte. Da sind dann die restlichen Sachen drin, die jetzt nicht unbedingt gekühlt gelagert werden müssen. Also nicht zwingend, wie zum Beispiel Tomatensaft und die Zwiebel und Basilikum. Das sind dann halt so die Sachen, die könnt ihr halt woanders lagern. Das, also die
die, was da drinnen sind, die Sachen, bitte aber kühl lagern, ja? Und das macht ihr dann am besten, wenn ihr HelloFresh bekommt, sofort. Schaut mal, wie genau das hier erklärt ist. Das ist einfach so idiotensicher, mit Bildern sogar, mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich liebe das einfach. Einfach nur lesen und machen. Man muss sich keine großen Gedanken machen. Und im Endeffekt, jeder kann kochen, der lesen kann. Deswegen, do it. Probiert das wirklich mal aus. Ja, ich bin jetzt schon hier beim Fleischbraten und mein Backofen ist schon auf Aufheizen. Und währenddessen werde ich schnell die anderen Sachen vorbereiten. Es ist auf jeden Fall ein sehr schnelles und einfaches Gericht. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal gleich die Soße vorbereiten. Und ja. Schaut mal bitte, wie lecker das Essen ausschaut. Ich bin komplett fertig. Hier gibt es die Hähnchenkeulen, Gnocchi, Tomatensauce und dazu gibt es dann noch so Mozzarella-Stückchen. Und wir werden es jetzt auf jeden Fall mal essen und dann so schmecken lassen. Und nicht vergessen, HF Diamante und ihr spart 50%. Und bitte nicht wundern, ich bin geschminkt. Ich habe jetzt nämlich ein Event, wo ich hinfahren muss nach dem Essen. Deswegen habe ich mich schon mal geschminkt. Und ja, HF Diamante. Alles ist in der Infobox, meine Lieben. Und wie gesagt, wir werden mal es uns schmecken lassen. Ich bin jetzt bei dem Event und ich hätte nicht damit gerechnet, aber es sind so viele bekannte Gesichter da. Okay, sie hat mich eingeladen. Dann sind alles Instagram-Blogger. Wenn ihr nur YouTube schaut, dann kennt ihr sie vielleicht nicht. Bess! Bess! Wink mal in mein YouTube-Video. Ja! Das sind auf jeden Fall die Lisa, auch Instagram-Bloggerin. Sie ist bald neunfach Mama. Könnt ihr das vorstellen? 9 Kinder, oh mein Gott. Und dann ist hier noch Triple Wonder Me. Die hast du noch schon mal gesagt. Wir kennen uns schon so lange, aber wir kennen uns ja nur durch Instagram aus. Deswegen ist es so. Wir sehen uns das erste Mal, weil die sind Oberösterreicher. Und die Paula! Machst du wieder YouTube-Videos? Ja. Okay, dann. Ich hab mir vorgenommen. Auf jeden Fall, ich verlinke euch mal ihren YouTube-Kanal. So, das habe ich alle vorgestellt. Hier gibt es was Leckeres zum Essen. Und heute geht es hier um Nintendo. Da dürfen wir ein paar Spiele ausprobieren. Ja, darf man nicht gegen das Licht filmen. Ja. Ich werde auf jeden Fall mal was snacken und dann melde ich mich später. Nach dem coolen Event, wo ich unter Mädels sein durfte, bin ich jetzt wieder im Baumarkt. Also hier ist Musik, ich weiß nicht, ob ich da vloggen kann, auf jeden Fall. Ja, ich muss noch eine Rigis-Platte kaufen. Papa hat mich angerufen, ich soll unbedingt, bevor ich nach Hause fahre, nochmal hier im Baumarkt stehen bleiben. Deswegen stehe ich jetzt hier und kämpfe mit dieser, schaut euch mal an, das ist eine 2-Meter-Platte, die muss ich dann jetzt auf meinen Wagen bekommen und dann auch noch hier mein Auto. Ja, das ist so eine coole Sache.
meine Lieben, wie ihr seht, bin ich schon wieder zu Hause. Ich habe es nach Hause geschafft. Ich werde jetzt gleich kochen. Die Mannschaft hat Hunger und ich habe auch sehr großen Hunger. Und ich werde jetzt die Burger machen, habe ich jetzt beschlossen. Ja, ich habe jetzt einmal so einen Hunger und da kommen die Burger, wenn ich sie mir so saftig und schön hier anschaue. Ganz, ganz lecker. Ich bin so hungrig. Das ist furchtbar. Ich bin so hungrig. Am liebsten würde ich da gleich auch reinbeißen. Aber schmeckt dann auch noch gar nichts. Ja, ich werde auf jeden Fall die Burger schnell machen. Steht 30 bis 40 Minuten. Je nach Personenzahl. Also bei uns 40 Minuten, weil wir haben die Box für 4 Personen. Und deswegen, ja, mache ich mich an die Arbeit. Schaut mal, meine Lieben. Der Patrick hilft mir. Der macht die Wedges. Und ich mache gerade das Fleisch. Schaut mal. Super lecker, das riecht so gut. Da habe ich jetzt so eine Gewürzmischung reingetan von Hello Fresh, das ist so marokkanisch. Wartet kurz. Und die kommen jetzt hier in die Burgerpresse, also das Fleisch. Zwiebel habe ich auch schon ein paar geschnitten, wie man sehen kann. Und Mama, warum hast du so eine? Was, so eine? Handschuhe? Weil ich das Fleisch mache. Ich und die Luisa essen die Restchen vom Salat. Lecker. Oh, lecker. Magst du auch mal beißen? Magst du noch mal von mir beißen? Und wie ist das lecker? Habe ich hier Hasen, Kaninchen? Mein kleiner Hasi. Krieg ich einen Kussi? Hasen? Kriege ich einen Hasenkuss? Mhm. Oh, danke schön. Essen ist gleich fertig. Noch die Kartoffeln. Sind noch die Kartoffeln im Ofen, Lara? Luisa? Ja. So, es ist eigentlich schon fast alles fertig. Die Kartoffeln gefallen mir noch nicht. Schon mir ein bisschen zu roh aus. Deswegen fange ich schon mal an, die Burger hier vorzubereiten. Euch gleich mit. Mama. Ja? Mama. Luisa mag noch ein Salatblatt, bitteschön. Weiß ich, was ich jetzt kaufen muss. Salatblätter. Ja, ich nehme euch hier im Schnelldurchlauf mit, wie ich den Burger mache. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt noch schnell vom Vlog verabschieden. Ihr seht schon, die Luisa will. Gehen wir ins Bett? Ja? Sagst du tschüss? Na, no, sorry. Tschüss.